Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Reason 1. Wir haben letztes Mal ja so ein bisschen die ganze Sache selbst in die Hand genommen, endlich mal in der Wildnis herumzustreifen und selbst ein bisschen zu erkunden und halt nicht, ne, einfach mal abwechslungshalber ein bisschen, ne, nicht stumpf den Quests aus Stadt bzw. davor Banditenlager zu folgen. Und sind hier gewissermaßen auf eine Untotenfestung gestoßen. Oh, die leben schon gar nicht gut aus. Oh, die leben schon gar nicht gut aus. Warte mal, da oben war ein Feuer. Ich glaube, vielleicht kochen wir uns ein bisschen was und snacken damit. Wenn halt nicht Infight, weil Infight würde ich schon gerne die Tränke dann benutzen können. Einfach, dass es schnell geht, ne? Ja. Oha. 15 Lebensenergie. Oh, da können wir schon, können wir alles gleich durchbraten. Und dann gehen wir da heute mal rein, würde ich sagen. Ne? Erkunden ein bisschen. Lecker. Ja, das glaube ich dir. Warte mal, das kann man ja auch. Man muss ja nicht so stumpf hier stehen bleiben, oder? Ja, vielleicht auf die 9 packen. Die 9 ist ziemlich schwer zu erreichen. Wobei, nee, Hallo? Hallo? Muss ich hier einen Namen anklicken? Will er nicht. Ich könnte wetten, wenn ich jetzt auf die 8 klicke, nimmt er einen Trank. Weil ich habe hier so an der Maus, so hier, ich habe hier so meine Zahlen. Das heißt, so die Quickslots sind auch da hinten eigentlich ziemlich gut zu erreichen, wenn sie aktiviert sind. Also, ich probiere mal kurz die 8. Das macht er auch nicht. Hä, willst du mich verarschen? Das ist jetzt irgendwie... Oder ist das irgendwie belegt? Ja, chillig. Dann sind die doch schwer zu erreichen. Okay. Da müssen wir aber ein paar mehr Keulen weghauen, damit wir da full life sind. Ja, die guten alten Tränke, ne? Ich sag's ehrlich, Alchemie-Lernen, jetzt ist langsam heiße Geschichte. So, hauen wir noch ein paar davon weg, bis wir da sind. Okay, weil ich sehe ja hinten schon links ein Skelett. Ich sehe noch eins. Zack, speichern, rein da. So, das ist ja auch eine gute Methode, jetzt hat hier die Parade bisschen besser noch zu lernen, weil das sind humanoide Gegner. Das heißt, die können wir sehr schön wegblocken. Wer will jetzt zuerst von euch beiden? Oder baitet ihr? Ich bin gespannt, was es gibt. Bisher Schlösser knacken 2 ist drin. Hab mir sagen lassen, Schlösser knacken 3. Oh, da kommt noch einer gleich. Ha! Boah, sind die doch wissen so strong. Oh, ja, es war so ein Bait, Alter. Jetzt kommen sie alle angeschissen aus ihren Löchern. Nummer 1 ist weg. Soll ich jetzt? Ja, ich nehme lieber jetzt einen Trank. Okay, ich glaube, einen Hit haben wir open. Boah, ich dachte, er kommt. Okay. Aber ist strong bisher. Boah, ich glaube, noch einen halten wir nicht aus. Ich fresse ein bisschen Fleisch rein. Na kommt, Jungs. Na kommt. Hier geht's nicht mehr allzu lang weiter. Ja, gedribbelt. Einfach gedribbelt. Okay, ich glaube, mit Pfeilen könnte man da gar nichts anrichten, oder? Oha. Der hat wehgetan. Huch. Ich habe mir sagen lassen, Schlösser knacken 3 gibt es erst in einem späteren Kapitel. Das heißt, ich muss mir noch keine Gedanken machen. Oh, stimmt. Und noch was. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Vielleicht sterben wir jetzt gleich nochmal dumm, aber das muss jetzt kurz sein. Mich erreichen ja dann doch Stück für Stück die Kommentare. Wartet, ich muss ganz kurz. Das ist jetzt sehr dumm, aber. Ja. Okay, wir können in der Luft laufen. Ich lade gleich mal neu. Da wurde mir gesagt, man sollte vielleicht einfach mal probieren, die FPS auf 60 zu locken. Dann wäre das offensichtlich nicht mehr der Fall. Mein Monitor ist, glaube ich, gerade bei 165 eingestellt. Aber da, dass ich die Videos auch nur in 60 FPS rausrender, ist das ja eigentlich, also da ist kein Qualitätsverlust, ne, weil mehr wird eh nicht zu sehen sein. Ich weiß auch gar nicht, ob 165 überhaupt eine Sache ist, ne. Tatsächlich, ja, okay. Hier, übernehmen. Codierung überlastet. Jetzt entspann dich mal, oder? Jetzt gucken wir nochmal, ob das geht. Naja, weiß ich nicht.
Scheint immer noch der Fall zu sein. Scheint immer noch der Fall zu sein. Okay. Ja, dann würde ich es, glaube ich, einfach halt, weil es halt einfach geht, wieder auf 165 stellen. Ja, das war halt dann leider nicht die Lösung des Problems. Also, ne, es war worth a try, haben wir jetzt nicht viel Zeit verschwendet. Vielleicht, ich weiß nicht, wird das doch eine andere FPS-Zahl? Vielleicht müsste der Monitor auch auf 60 laufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, da bin ich halt voll raus beim Knowledge her. Aber jetzt wissen wir es. So, gehen wir wieder rein. Übernehmen, kurzen. Ist kein Black Screen. Ganz kurz. Ja, gut. So, können wir das vielleicht irgendwie anders handeln? Mir taugt es gar nicht, dass die auf einmal alle auf mich zurennen. Warte, wenn ich hier schleich. Ach, der schaut. Lol, ich hab's nicht gecheckt. Der schaut. Ich dachte, der schaut in die Ferne. Ah, die kommen aber trotzdem. Okay, egal, egal, egal. Das war so besser. Ich mache wieder eine Parade. Ja, oder auch nicht. Oh, er hat kein. Oh. Alter. Also, wir sind Two-Hit. Wir sind Two-Hit. Wir könnten uns natürlich jetzt auch noch stärker machen, ne? Wir haben ja so ein paar lebenserweiternde Substanzen dabei. Und bisher habe ich noch nichts gesehen, was irgendwie Lebensenergie so, also zum Lernen halt, ne? Ich weiß halt nicht, wie das dann später bei den Magiern ist, ob man da trotzdem dann irgendwie mit denen connecten kann und dass man da vielleicht, wenn man halt schon Mana teachen kann, dass man vielleicht Lebensenergie teacht. Ich probiere es einfach mal. Ich einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass es das irgendwas bringt, aber ich meine, es ist halt ein Skelett. Doch, wir machen dem Damage. Tatsächlich. Aber halt auch nicht viel, ne? Oh, ja. Ach komm, Alter. Ja gut, der einzige Vorteil ist, wenn wir gegen zwei kämpfen, dass wir vom AOE-Damage profitieren. Das war dumm. Also einfach nur wegen dem Anmarkieren. Oha. Oh. Alter. Ja. Scheiße. Er baitet mich so heftig. Ich bin aber auch nervös gerade ein bisschen, weil die Lebenspunkte schauen halt echt nicht gut aus. Oh ja. Oh ja. Holy shit, war der knapp. Holy shit, war der knapp. Okay, schön die 8 reinschlürfen. Nochmal, nochmal. Nimm noch einen Trank, nimm noch einen Trank, nimm noch einen Trank, nimm noch einen Trank. Jetzt ist er weg. Okay, ciao. Ja. Ja. So. Kann man die looten? Ja, die haben Gold und Knochen. So, du hast einen Speer. Auch eine interessante Waffe, glaube ich. Jetzt, was zielt die? Stab. Okay, verstehe. Na, dann kann es ja wohl gar nicht so interessant sein. Okay, jetzt haben wir wenigstens die mal abgespeichert. Von hier, ich weiß gar nicht, sind wir hier letztes Mal reingekommen? Ich glaube schon, ne? Da haben wir schon das Skelett weggeboxt. Mehr oder weniger? Automatisches Speichern. Ich glaube aber echt, von hier sind wir gekommen. Naja, okay. Und dann bin ich einmal rumgelaufen. Ich denke, hier gibt es noch ein paar mehr Überraschungen. Aber wahrscheinlich auch ein dicker Schatz da hinten irgendwo. Ich meine, ist ja ein Stück. Oh Gott! Das sind echt einige. Ich habe das Gefühl, vom Kampf her ist es chilliger gegen die mit Speer. Und ich bin auch gerade recht froh, dass wir uns für die noch stärkere Waffe entschieden haben. Okay, der hat sogar ein Schild. Können wir ein bisschen voneinander weglocken, bitte. Ja. Soll man hier schon sein? At this point vom Game? Soll man hier schon sein? I mean, so ist ja okay, wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist, aber
Also viel Fehler ist da echt nicht. Wir sind One-Hit, wenn die aufladen. Das ist halt schon hart. Ich glaube, das necke ich lieber mal noch das ein oder andere Stück Fleisch weg. Dass wir vielleicht nicht direkt One-Hit sind, aber fast One-Hit. Muss auch noch mal ganz kurz schauen, wie ging das mit den Seitwärtsschlägen nochmal? Ja! Okay, war schon richtig, war schon richtig. Jetzt teilt sich's ein bisschen besser auf, oder? Aber die kommen eh alle angeschissen. Okay, den haben wir gut erwischt. Ich dachte, wir können uns durchdrehen. Müssen wir wohl noch ein bisschen an der Range arbeiten. Alter, was? Ich werde heute verzweifeln. Die Folge wird Bruch. Ich glaube, die Folge wird Bruch. Ich darf bloß die Nachbarn nicht wecken. Und auch so, keine Ahnung, 5 Sekunden weniger Ladescreen wäre auch krass. Weiß nicht. Der wäre auch schon auch sehr schön. Wie kann man sich das Leben leichter machen, frage ich mich gerade. Kann man besser kämpfen. Jetzt hat. Ja, okay, jetzt hat. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein eigentlich. Ich glaube, da fehlt noch eine bessere Rüstung. Aber man kann das schon schaffen, so ist nicht. Durch besser kämpfen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir haben halt auch in dem Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, die Freiheit, bei gewissen Gebieten einfach noch nicht weiterzumachen und halt zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels zurückzukehren, ne? Vor allem schon mal, er schaut aus wie der komplette Lappen. Komplett. Oh, ja. Oh. Jetzt kommt er auf einmal um die Ecke. Mit einem normalen Hit fast weg einfach. Nee, Freunde, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir drehen dann doch nochmal um. Also die ersten drei, die waren da irgendwie leichter. Ich weiß nicht. Ich hab ihn gesehen. Alter, komm, hör doch auf. Ja. Ey. Das ist halt auch eine geisteskranke Trankverschwendung. Und da, dass wir kein Alchemist sind, geht es halt vielleicht irgendwann auch ins Geld, ne? Komm her, Junge, komm. Alter. Du kannst so froh sein, dass da eine unsichtbare Wand war. Ich habe eigentlich Parade ausgeführt, aber wollte er irgendwie nicht. So, hat er keine Chance gehabt. Okay, wir gucken kurz rein. Ob wir vielleicht jetzt schon ein bisschen was looten können, aber das sieht mir so aus, als würde ich es. Jetzt wird es noch sehr tief gehen. Weil ich halt auch nicht weiß, wie groß das Ganze ist. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie noch 3 Skelette sind, dann halt auch unnötig jetzt abzubrechen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, links geht es eine Treppe runter. Es würde ja an sich schon, glaube ich, einen krassen Unterschied machen, wenn wir eine bessere Rüstung haben von den Banditen. Ne? Wir können noch mal kurz hier schauen. Schutz vor Stichwaffen. Also... Schmuck schon eigentlich passend. Ist ein Amulett. Wir können aber 2 Ringe anziehen, ne? Achso, ja, hier haben wir. Ja, Axtkampf, okay. Never mind. So, ich hab doch jetzt hier noch einen gesehen. Wo ist er hin? Schaut der weg? Ich glaube, der schaut. Ja, oder? Da geht das Anschleichen auf einmal nicht. Oh, yes.
So, Range aufbauen. Oh ja! Okay, 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 ich speichere direkt. Boah, okay, drei Heiltränke, das ist aber heftig. Ich glaube, da habe ich gerade Donnerkeule gesehen. Dornen. Das ist doch die von, hier. Broga gewesen, oder? Okay, hier ist schon mal eine Chest. Die haben wir uns aber auch jetzt redlich verdient. Was geht hier ab? Ich habe keinen Bock, nämlich, dass ich jetzt irgendwie in die Chest gehe. Auf einmal bekomme ich einen schweren Rücken. Oha, oha. Kommt da nur einer? Wäre machbar. Oh, ja. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen Range aufbauen und dann mit einem schweren Schlag. Oh, wieder drei Heiltränke. Und dann mit einem schweren Schlag rein. Ist das Bett usbar? Ja, okay, wir hätten eine Möglichkeit zu regenerieren, ohne weiterhin Tränke und Fleisch zu verschwenden. Beziehungsweise, was heißt Fleisch verschwenden? Zeit zu verschwenden. Ja, okay, doch, das ist eine Option. Boah, harter Raum, aber sag ich euch ehrlich. Und da gibt es noch Türen, das heißt, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas um die Ecke gerannt kommt. Das sind vier, Alter. Okay. Warte, gibt es hier irgendwas im Inventar, was wir nutzen könnten? Das ist Magie. Telekinese, Levitation, Eile. Nautilus, weiß ich jetzt nicht so, ob der macht. Komm mal du her. Okay. Das ist wieder so einer mit Axt. Die sind einfach schwieriger. Hier muss ich eh aufpassen. Ich kann ja nicht weit nach hinten. Oh, ja. Der war nix. Oh, ja. Hat einen guten Hammer aber, glaube ich. So einen richtigen schönen Vorschlaghammer hat der. Und unter Burg her. Oh, ja. Alter, weg hier. Ey, ich speichere jetzt halt schon mal, weil wir einfach eingelegt haben. Ist mir egal, ob ich jetzt vor dem Typen speichere. Jetzt einen Säbel hat der. Oh, leck. Bait. Hätte auch klappen können. Ich baue wieder ein bisschen Abstand auf. Der hält aber eine kleinere Distanz. Oh, der war also, ey, bitte. Der war so perfekt geparried. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Abstand. Und drauf. Oh mein Gott. Knapp. Also es gibt Burg her. Also könnte ja schon sein, dass die Gruft der Endgegner ist. Weil man sieht auch so, da sind echt viele Gegner drin. So, vier auf einen Haufen. Und wir wissen halt nicht, was links, rechts noch ist. Dann wäre das Ding echt machbar. Ich muss aufpassen. Ja, genau. Ich habe hier gespeichert. Oha, er dodged. Aber aus Kilometer Entfernung. Oh, krass. Und er blockt nochmal. Komm, Jung. Boah, das war sein Fehler. Das war so sein Fehler. Ja. Auch eine 120 Erfahrung. Kleiner Schild. Trägt die Inschrift Patroskon. Vasallenring. Minus 10 Weisheit. Den ziehen wir erstmal an. Macht Sinn. Bitte was? Ein von 6 Vasallenringen. Einen von 6, Freunde. Wir haben gerade schon, keine Ahnung, knappe 10 Skelette gekillt. Und wir haben einen Ring erspielt. Oh, der ist wirklich Vorschlaghammer, lol. Ach, lol, das ist unsere alte Waffe, oder was? Ne, 25, hier, Bartaxt war's. Alter, auf was habe ich mich eingelassen? So, jetzt weiß ich auch nicht, ob nach 20 Minuten hier ein Abbruchkommando stattfindet. 2 Stück waren auf jeden Fall noch drin. Ja, ich sehe sie. Und das sind keine Türen mehr an sich. Der hat schon mal richtig gut gezündet. Oh, ich weiß nicht. Die können sehr gut Lowground hier ausnutzen, dass ich einfach über die drüber schlag. Das machen wir nicht so.
Okay, einen haben wir. Einen haben wir. Ich speichere es ab. Falls wir abkratzen. Komm her, Junge. Ja. Mhm. Ich sag ehrlich, der Skill ist schon krass. Die Konterparade. Der ist schon sehr krass. Ich will gar nicht wissen, was wir da noch alles reinbekommen. Oh, auch ein guter. Oh, können die sidewalken. Ja. Und noch einen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut gemacht, Harry. Okay. Die geben halt so ein bisschen Gold, ein paar Knochen, aber die Heiltränke sind, glaube ich, das Interessante an der Stelle. Okay, gibt es jetzt halt wirklich so viele von diesen Schächten, dass wir hier auf 6 Vasallenringe kommen? Oder ist es halt jetzt so gerade viel, viel Kampf dafür, dass wir einen bekommen haben? Och, ja, nee, klar. Nee, natürlich. Die Dinger hier auch noch drinnen. Ach, und nochmal. Rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Mhm. Oh ja. Oh, Skelett beschwören. Boah, das wäre gut für hier. Das wäre sehr gut. 250 Gold nehmen wir auch mit Handkuss an. Das ist Finderlohn. Das ist Schatzsuche. Komm, also jetzt ist es mal soweit. Wir probieren uns mal an so ein Vieh. Überrascht mich hier was? Ja, natürlich. Da steht auch noch ein Skelett drin, ey. Verarsch mich. Du hast nur einen Stock. Ich komm nicht durch die Tür. Die arbeiten jetzt aber nicht zusammen, oder wie? Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, okay. Ist auch eine Methode. Einfach draufballern. Next one. Ja, also auf dieses Vieh habe ich gar keinen Bock, Alter. Wirklich nicht. Komm her, Jung. Mhm. Na komm. Okay, okay. Ja, das ist, wir lernen es hier richtig drin, ne? So, ich weiß nicht, ob hier ein Ansturm besser ist. Schleichen ist ja, oder er scheißt, kommt. Achso, nee. Ich dachte schon, das war der Angriff von ihm. Junge. Alter, so oder so ins Gesicht. Kann man die blocken? Das muss ich schon wissen. Okay, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Okay, aber ich glaube machbar, ich glaube machbar. Ich muss halt, okay, man kann sie nicht blocken, haben wir jetzt geklärt. Alles gut, weil diese von letzter Folge, diese Panzergrillen, glaube ich, die konnte man ja tatsächlich so konterparieren. Hm? Ist wichtig fürs Lernen, ne? Das ist sehr wichtig, weil dann weiß ich, wie ich gegen die arbeiten kann. Ich glaube, hier probieren wir dann eher. Blocken habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber ich denke, wir circlen das viel lieber. Ich weiß aber halt auch nicht, ob hier so der Platz an und für sich für das Ganze reicht. Wir müssen aber auf jeden Fall mit starken Schlägen arbeiten, weil dann sind die ziemlich schnell weg. Okay, das war dumm. Er snackt uns einfach. Schaut euch das Drecksvieh an. Es reißt irgendein Fleisch aus uns raus. Ich überlege gerade. Ich glaube, der ist easy mit einem Begleiter. Wenn der einmal kurz uns nicht beachtet, können wir 2 schwere Hiebe draufhauen und ich glaube, das Vieh ist platt. Daher, dass ich es ja nicht blocken kann. Ich probiere jetzt hier ein Skelett zu beschwören. Ich hoffe, die haben keine Dauer, sondern haben eher so halt, ja, wenn er keine Leben mehr hat, ist er halt tot. Fred. Okay, ey, Jung, es gibt was zu tun. Da hinten Ziel. Nein, nein, sogar mit Skelett oder was? 130 geben die nur. Frech.
Und eine Kralle. Wie schaut's? Okay, der hält aber aus. Das ist ein Tank. Das ist ein Tank einfach. Okay, ich lasse es erstmal bei dem Trank. Wir haben ja eh das Bett oben. Mal schauen, was hier noch so ist. Ich habe ja 500 Chests gesehen. Junge, wehe, du despawnst. Ich sag dir ehrlich. Du bist erst weg, wenn dein Leben weg ist. Mhm. Rezeptur. Gut, aber wenn die halt alle gleich heißen. Ah ja, Rezeptur. Ja, okay, keine Ahnung, was es davon war. Oh. Benötigte Alchemie 3. Okay, Alchemie ist gerade sehr, sehr viel interessanter geworden. Nochmal, sehr viel interessanter. Heldenkrone stand da, glaube ich, ne? So, dann mache ich mal rechts, rechts, links, links, perfekt. Was gibt's hier? Okay, Illusion erschaffen. Auch kein schlechter Zauber, knappe 60 Gold nehmen wir. Geht's jetzt hier einfach wieder raus, oder was? Boah, merke ich mir, aber ich glaube, Fred macht den nicht mit. Den haben wir danach nicht mehr. Das, ey, unbedingt merken. Das schaut nach so Easter Egg-mäßig aus, so ein bisschen. Ein bisschen Jump'n'Run spielen, unten ist eine geile Kiste. Das machen wir gleich noch. Ich will erst den Kollegen hier ordentlich mitnehmen, weil ich sehe es, der hängt. Der wird ein Ding mit runterhüpfen und danach wird er da unten einfach kleben. Ende. Ich würde sagen, wir hauen uns mal hin, machen bis zum nächsten Mittagsschlafen. Haben wieder ein bisschen mehr Leben. Fährt einfach weg. Nee, perfekt. Ist noch da. Ist noch da. Okay, dann haben wir ja hier noch eine Chest gehabt. Die knacken wir auch gleich noch weg. Geht einfach auf. Ist aber auch nicht die Wucht drin. Also wir sind jetzt halt bei mir roundabout halbe Stunde. Wir haben einen Vasallenring. Still. Und hier nimmt das Ganze irgendwie schon ein bisschen sein Ende. Sieht zumindest so aus. Er versteht. Wir müssen aber aufpassen, die haben nämlich auch ein AOE. Ich versuch mal hinter die zu kommen. Oh, juckt die nicht? Ja, doch. Oh, strong. Richtig strong. Komm, Fred, mach du. Wunderbar. Boah, mit dem ist ja anders easy. Also mit dem können wir hier richtig aufräumen. Ich denke, das ist sogar auch ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, den zu usen. Weil wir sind halt jetzt halt tendenziell noch ein bisschen schlechter als in ein paar Folgen. Muss man hier auch Jump'n'Run spielen. Und dann können wir dieses ganze Gebiet hier easy noch mitnehmen. Warte mal. Ging's jetzt hier noch irgendwo rein, oder? Ja, doch, hier geht's doch runter. Da zieh ich doch, Mensch. Oh, hier ist eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, entweder wir bekommen ihn hier noch, oder wir schauen alt aus. Ach, man kann sagen, warte hier. Okay, das wäre noch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Wir gehen trotzdem erstmal weiter. Ich muss es mir bloß unbedingt merken, dass wir hier nochmal längs müssen. Vielleicht findet man hier irgendwo noch den Schlüssel. Pokal, ich hab's gesehen. Entspannt euch. Kerzenständer. Alter, hier ist viel, auch eine Spruchrolle und so, ne? Teller habe ich auch schon gesehen. Aber hier wartet nichts. Okay. Kleiner Smaragd. Berserker. Eine Heilskette. Schwache magische Heilung. Heiltrank. Okay. Nee, warte mal. Also halt, das ist so ein Punkt für mich. Vielleicht ein bisschen links, rechts schauen. Hier könnte echt irgendwo ein Schlüssel sein. Teller. Mhm. Hier ist so komischerweise viel Loot, was einfach rumliegt. Dann ist ein Schlüssel wahrscheinlich auch nicht fern, oder? Ich mach mal kurz einen Telekinese-Zauber. Einfach nur als so Spürhund für Items.
weiß gar nicht, wie krass die Range davon wäre. Hätte ich jetzt mal ausprobieren müssen. Okay, nee, pack mal weg. Was war Berserker jetzt hat? Erhöht die Kampfkraft im Nahkampf vorübergehend um 50 Punkte. Das heißt 50 Stärkepunkte, oder was? Die Kampfkraft. Kampfkraft. Kraft, Stärke. Doch, und ja, das Symbol macht auch Sinn. Alter, was? Einfach mal kurz doppelt so viel Stärke wieder fordern. Bereiten wir uns hier gerade mit Fred und dem Stärkezauber auf einen fetten Boss vor, oder? Was ist jetzt hier Sache? Okay, da hinten kommen schon die Stachelratten, wir sind durch. Mit einem von 6 Vasallenringen, das ist schon sehr komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Und ich finde es nicht cool, dass die hier eine verschlossene Tür drin haben. Weil jetzt halt werden wir quasi irgendwie dazu gezwungen, nochmal zurückzukehren. Und uns an diese ganze Geschichte hier zu erinnern. Aber ich denke mal, wenn der Zeitpunkt kommt, dann werden wir schon gut drauf aufmerksam. Jetzt würde ich sagen, warte du mal kurz hier. Warte. War das hier, wo wir runterspringen können? Also beziehungsweise... Nee, das war die Tür. Verdammt. Ja, orientierungstechnisch ganz schwierige Nummer bei mir. Hier war das, oder? Bitte war es hier. Bitte. Wir müssen nur kurz eine Ghoul-Leiche finden, dann haben wir es. Okay, sie ist verschwunden. Ich bin ja gespannt. Oh, das könnte zum Problem werden, dass wir durch die Luft flattern. Schon mal eine Pflanze. Hörst du auf, Junge. Geil, ich lieb's. Jetzt wünsche ich mir mehr denn je, dass das mit den 60 FPS Cap geklappt hätte. Bitte, ich habe davor gespeichert, weil ich mir schon sowas gedacht habe. Keine Ahnung, wie ich das countern soll. Eigentlich muss ich ja immer mit dem Gesicht zur Wand, weil der tendenziell eher nach vorne flattert. Okay. Wir speichern. So, so. Er ist schon, also klar, werden wir jetzt, glaube ich, im Gameplay nicht so oft machen, aber... Ist schon ein nerviger Aspekt vom Spiel gerade. Beziehungsweise ein nerviger Bug. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ja, komm. Do your thing. Ist das dumm? Mhm. Den sollten wir ja so schaffen, okay. Das Ding ist halt, Fallschaden ist zu dem Zeitpunkt dann auch keine Geschichte mehr, ne? Oh, okay. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier wieder hoch dann? Aber wo es einen runter gibt, wird es, denke ich, schon irgendwo einen hoch geben, oder? Och, Junge! Nö, wirklich, so! Bitte. Wieso? Ich habe aber das Gefühl, Fred ist jetzt weg. Weil es kann sehr gut sein, dass wir zu einem ganz anderen Punkt wieder rausfinden aus der Nummer hier. Und bis ich die Orientierung hinbekomme, schwierig. Okay. Wir machen den schnellen. Dann nehme ich das und dann speichere ich hier.
Und ich springe einfach so. Komm. Ah ja, jetzt bleibst du nicht mehr hängen. Nee, klar. Was war das? Ich hab die Welle. Da war, ich glaube, eine Goldmünze, aber einfach. Okay, liegen einfach nur ein paar Goldmünzen. Okay, was gibt's hier noch für einen Loot? Muschel. Können wir auch wieder ein paar öffnen, oder? Ja, aus dem Stein raus. Natürlich, Bruder. Aus dem Stein raus kommt das Vieh. Nee, ey, Leute, sorry, da muss ich neu laden, weil ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also ich weiß nicht, ob das... Nee. Wenn ich jetzt da dumm reingelaufen wäre, ja. Aber ich habe definitiv gesehen, dahinter war noch so zum Laufen. Also das... Nee, das kann mir keiner erzählen. Ich meine, ja, ich hätte jetzt auch die Karte rausholen können. So, bitte, ich weiß, aber nee. Das war so ein machbarer Weg für mich. Speichere hier unten auch gleich nochmal. Aber wir haben einen netten TP gefunden, wie wir hier wieder wegkommen. Schaut mal, da ist halt eigentlich noch weit genug Weg zum Laufen. Ich halte mich mal ein bisschen lieber fern vom Rand. Aber da ist eine Muschel, man muss die irgendwie bekommen. Ja, okay, das war schon der Strand. Passt schon. Also weit weg wurden wir jetzt auch nicht ausgespuckt. Man kann hier drin rennen, bitte? Geht nicht. Springen geht. Speicher mal. Aber wir kommen da auch nicht mehr hoch. Wobei, jetzt sehe ich einen Weg. Sind wir out of map? Hä? Wir sind nirgends mehr. Ist das dann vielleicht der Punkt, wo man von dem Dude eine gescheite Karte bräuchte, dass man sich noch sieht, oder wie? Ich habe richtig Angst, jetzt nach da hinten zu laufen. Dann kommt das Drecksvieh wieder. Da liegt eine Vase. Ah ja. Wo Vase ist, ist auch was zu holen. Schaut mir aber recht tot aus, der Strand irgendwie. Kein einziges Vieh außer so ein Nautilus. Oh, und eine Chest. Oh, und. Goldbeutel. Lohnt sich doch noch ein bisschen, sich umzuschauen. Trank. Der sah irgendwie für mich viereckig aus. Das ist wahrscheinlich so einer gewesen. Der sah viereckig für mich aus. Kann mir keiner was erzählen. Rum. Scheint ja beliebter zu sein als Grog. Auch nicht schlecht. Okay, wir gucken uns da hinten noch um. Die Nautilus müssen wir einfach mitnehmen. Das sind einfach so arme Viecher, die halt nichts dafür können, aber die leiden halt einfach drunter. Es ist einfach so. Den Herring nehmen wir auch noch. Okay. Die Truhe. Was gibt's hier? Boah, die ist ein bisschen schwieriger. Mal Fanfaren. Abgebrochen. Links, links, rechts. Links, rechts, rechts. Ja, okay, es gibt nicht so viele Kombis. Maximales Mana, wert gefragt. Schwertspitze. Oha, eine abgebrochene Spitze eines Zweihänders. Wenn ich den anderen Teil habe, kann ich es vielleicht neu schmieden.
Wir gehen halt auf Axt, ne? Das ist das Problem. Aber Zweihänder schon geil. Und boah. Ich habe das Gefühl, das könnte. Das Schwert Seelentrinker. Heftig. Ey, schaut mal hin. Wir kommen ein bisschen rum. Wir kommen irgendwie in Vasallenring. Wir bekommen ein Piece von einem Seelenschwert. Aller. So. Da lebt man ja wenigstens mal was, wenn man weg ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Schwert könnte krasser sein als die Waffen, die man sich einfach kaufen kann. Auf billig. Es ist mir gerade irgendwie zu ruhig hier. Das ist komisch. Das ist ein schwarzer Wolf. Ja. Zwei. Aber ich sehe eine Chest. Wieso ist das eigentlich so ein Ding, dass Wölfe sich eigentlich immer zu einer Chest chillen? So. Jetzt hätte ich gern wieder Fred dabei. Oh ja! Ja! Oh, wir sind so tot, wir sind so tot, wir sind so tot, wir sind so tot, wir sind so tot. Ja, okay. Boah, aber fast beide weg. Wir sind ja wieder in der Wildnis. Ich muss Ansturm machen. Die können nicht so schnell reagieren. Also einen hat man dann schon mal drin. Und dann müssen wir wieder gegen die Wand klatschen. Das hat auch immer geholfen. Die kämpfen anders als die Skelette. Er hier. Er schmiedet uns das neue Schwert. Och nö. Bitte vergiss doch nicht mehr zu speichern. Wie wär's damit? Vor allem vor schwarzen Wölfen. So, was erwartest du, Bruder? Was erwartest du? Natürlich stirbst du. Ey. Aber die würde ich mir schon, die Chest, so eine Kiste im Freien, immer lecker. Muss man immer gucken. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass irgendwelche Schwerter in Kisten warten können. So, einmal den hier, Ansturm und zack. Ja, okay, hätte auch sitzen können. Nee, mach so. Ja. Nö. Ja? Ich glaube, mit Kombos fahren wir besser gegen Tiere. Ja, der ist halt jetzt irgendwo. Das war diese krasse Pflanze, oder? Oh, das war die krasse Pflanze, glaube ich. Warte mal. Rezepte. Ja, zwei. Zwei von eins. Heldenkrone. Okay, das ist Kronstöckel. So, das ist die Übersetzung. Hieß davor Kronstöckel. Ganz einfach. Okay. Mal Fanfaren. Geht doch. Okay, ist aber eine einfache Truhe. Aber guck mal an, Schleichen plus 1, Pokal. Nehmen wir mit. Und die, also ich glaube, hier war gerade die Heldenkrone einfach zu krass. Da unten schaut es auch sehr heftig aus. Okay, die Wölfe tun den Geiern nichts. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht eher tendenziell lieber Richtung... Also, ich muss es nochmal sagen, jetzt also auch hier in der Wildnis. Vegetation ist einfach sehr, sehr krass gemacht. Man kann nicht einfach so ein bisschen in die Ferne schauen. Hier ist halt Dschungel und das fühlt sich einfach richtig an. Da geht ein Weg lang. Da geht aber auch noch ein Weg hoch. Und das sieht mir ein bisschen nach dem Gemäuer aus von dieser unten. Aber das macht vom Standpunkt her keinen Sinn. Ich will Fred wieder. Seh geil. Komm weg. Ich weiß nicht, was ich hier dodgen soll. Wir werden von allen Seiten halt zugeböllert. Weg. Wo geht's weiter? Ja. Ich sehe zwar nichts, aber egal. Hier. Okay. Ja, die Seegeier chillig. Geben auch gut Fleisch mit. Und eine Heilwurzel. Okay, wo gehen wir hin? Nee. Oder? Nee.
Es schaut so aus, aber es ist etwas anderes. Ich habe so das Gefühl, als würde ich langsam wissen, was es mit diesen 6 Vasallenringen auf sich hat. 6 Burgen, oder? Ja, Burgen. Oh, ich glaube, ich sehe da hinten die andere. Das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. Okay. Das wird wahrscheinlich der Ausgang von dem ganzen Ding da sein, ne? Also, so, hier, Burg, hier, ne? Ich glaube, wir sehen alle, oder? Die Vermutung. Bonnie, lass uns das mal nicht so machen. Lass uns das mal nicht so machen. Wartet, wir machen es jetzt anders. Ich glaube, wir machen die Banditenquest. Ich glaube, wir machen die Banditenquest. Weil dann könnte man mit einer besseren Rüstung. Wir schaffen es, ja. Ich habe, glaube ich, gezeigt, dass es irgendwie möglich ist. Sowas ist auch immer sehr interessant, ne? Oh, machen wir das jetzt? Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Also der schaut schon so aus, ne? Verarscht mich nicht. Oder? Ich bin eigentlich gesprungen, aber gut. Okay, dann mache ich, glaube ich, einen kurzen Cut bis hin wieder zur ersten Skelettfestung. Ich habe ja den Weg vorhin gesehen. Muss ich jetzt euch bloß gerade nicht mitnehmen, so, weil es wird nichts passieren. Und ich glaube, dann machen wir uns... Ich glaube, wir machen uns nochmal Richtung Vulkanfestung auf. Machen wir es so. Okay, ich habe mich kurz auch nochmal hingehauen. Schau mal, da ist doch Fred. Oh, jetzt ist er wieder voll live. Ich habe mich nochmal kurz hingehauen da unten. Sieht auch wieder sehr, sehr saftig aus alles, ne? Und ich habe gesehen, wir sind wieder in der Map, also wir waren tatsächlich irgendwo dann hier hinten wahrscheinlich. Okay, Vulkanfestung, das ist ja quasi auch nur einmal komplett über die ganze Map mal wieder. Und nochmal Pflanzen nehmen wir auch mit, Heilpflanze wichtig, falls wir jetzt da doch in die Alchemie eingehen. Hier ist was vergraben. Aber nicht schlecht zu wissen, dass wir offensichtlich 6 Vasallenringe farmen müssen und das hier irgendwie auf der Karte verstreut 6 beziehungsweise jetzt nur noch 5 beziehungsweise nach der gefundenen nur noch 4 Ruinen gibt. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ach komm, leck mich, Alter. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Wofür denn noch alles? Da hinten kommen wir ja auch nicht durch. Boah. Vor allem, er sagt, ohne den richtigen Schlüssel wird es nichts. Ich denke nicht, dass der damit Schlösserknacken 3 meint. Das wäre schon frech. Also dann könnte man sich ja um jede Quest irgendwie rummogeln, indem man einfach Schlösserknacken 3 lernt und dann ist einfach alles offen. Wäre schon sehr heftig. Ja, dieses Abarbeiten der Ruinen mit den ganzen Skeletten, das können wir auch wirklich machen, wenn wir die nächste Rüstung haben, dann ist es halt nicht mehr gar so hart. Wieso schaust du so komisch aus? Packt Fred das eigentlich? Hä? Ich glaube, der ist, wenn man es drauf anlegt, leicht zu verlieren. Okay, also wir müssen den Weg jetzt hier dann rechts einschlagen. Ich weiß gar nicht, rasten die eigentlich aus, wenn man mit so einem Skelett um die Ecke kommt? Also so checken die, ob der zu einem selbst gehört?
Das wäre auch noch eine wichtige Information, weil nicht, dass wir dann irgendwie jemanden aus Versehen umbringen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich den losbekomme. So, wir können ja nur sagen, warte hier. Okay, die checken das. Dass der zu einem gehört. Okay. Also da müssen wir jetzt hin. Da hoch oder wie? Ich glaube, die werden halt allgemein nicht so amused sein, wenn die uns sehen. Okay. Aber wir kommen ja vom Dorn gesandt. Mit einer Quest. Das wird wohl reichen. Oh, hier ist auch eine interessante Brücke. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung, ne? Warte mal, hier sind doch Schilder. Vulkanfestung, tatsächlich. Ja, den kennen wir ja schon. Den Stan. Ja, komm. Easy. Das sind halt die leichten Erfahrungspunkte hier, ne? Wir schauen uns natürlich ein bisschen um. Kraut. Hier wächst Kraut. Wir wissen, wer gute Preis macht. Wir wissen. Der Robert. Okay, es müsste ja ein gewisser Severin hier bald auch sein, oder nicht? Ich denke, wir werden ihn... Ja, ja, so einer ist das bestimmt. So einer mit so krasserer Ausrüstung. Okay, dann stehen wir ja mehr oder minder kurz vor der Vulkanfestung. Dann würde ich nämlich auch sagen, ziehen wir hier einen Schlussstrich für die Folge. Was kommt hier von der Ecke, Alter? Was? Eine Stachelratte oder was? Easy. Ja, ziehen wir hier einen Schlussstrich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade mit Severin großartig reden müssen. Wir sollen ja eigentlich in die Vulkanfestung. Das schaut mir hier verdächtig nach einer Vulkanfestung aus. Dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Weil ich denke, das ist halt die Quest, so was auch immer beinhaltet ist. So, wir werden wahrscheinlich mehr tun müssen, als einfach nur mit dem Inquisitor zu reden. Dann ist wieder so, ja, aber warte, dann mach erstmal das und das. Das wird aber auf jeden Fall vom Don aus gesehen die nächste Quest sein. Gehe ich jetzt stark von aus, die uns zur nächsten Rüstung verhilft. Ja, und die wäre dann tatsächlich sehr interessant für ein leichteres Voranschreiten in der Wildnis. Deswegen würde ich den, glaube ich, ganz gerne mitnehmen. So, und dann können wir auch nochmal schauen, was wir mit den letzten Lernpunkten noch anfangen. Ob es in die Alchemie geht, ob es in die Stärke geht, ob es in den Axtkampf geht. Aber das ist alles ein Ding von ein paar Folgen. Jetzt ist dann erstmal nächste Folge Vulkanfestung dran. Und für die Folge war es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Macht's gut.